Ich will mich wärmen, Nils. Ja. An einem Lagerfeuer. Oh, wir brauchen die Wärme, denn die Umgebung ist kalt. Sie ist trostlos, sie ist furchteinflößend. Bei Dark Souls. Demon's Souls. Hey, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 4 unserer die Aufgabe 4a fangen wir heute an. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben, denn wir spielen Death Souls. Death Souls 3. Death Souls 3 und Death Souls, die Toten, also die stummen toten Seelen der Verstorbenen. Death Souls. Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Können Geister dann eigentlich auch hören und sehen und riechen wie normal oder sind die? Death heißt auch taub, ne? Ja. Ich habe stumm gesagt gerade. Mega dumm. Ja, aber es geht schon mal gut los. Alle Fehler, die wir in dieser Folge machen, wurden jetzt schon gemacht, aber jetzt fehlerfrei, denn wir spielen ein, wie mir gesagt wurde, recht kniffliges Spiel. Schwierig. Ja. Und wir müssen natürlich erst wieder ein bisschen reinkommen. Wir sind Larbo Pauslin, einer der erfolgreichsten Diebe dieser Welt, der sich schon einiges zusammengesammelt hat an Ausrüstung. Wir haben ein gutes Schwert, wir haben ein Schild und wir kämpfen gegen Untote in der Welt von Lothrien. Genau. Und unser, genau, wir waren da, warte mal, beim letzten Mal waren wir an dieser Kathedrale. Genau, wir hatten diesen Boss, der so aussah wie diese, Ja, richtig. Wie diese Zeitreisemonster von Live, Die, Repeat. Wie heißt der Film? Edge of Tomorrow. Ja. Wie diese Edge of Tomorrow Aliens, dieses Schlierenmonster. Und da gibt's aber einen ewig langen Weg dahin, ne? Genau, und wir hatten aber eine Abkürzung. Und zwar war das andere Seite. Nee, warte mal. Doch, andere Seite und dann links. Genau, so, ich erinnere mich, da gab es den Armbrustschützen hier oben. Genau. R2 ist der starke Angriff, R1 ist der schwache Angriff. Und wir haben jetzt, wir müssen mal ganz kurz den Stand sagen. Stand jetzt haben wir 2 Folgen veröffentlicht. Und wir sind natürlich immer bemüht, ihr wisst es, wir spielen ohne Chat, auch so eure Anregungen auch so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Also alle Tipps, die jetzt unter dem Video von Folge 3 kommen, die können wir leider nicht beherzigen. Aber oh ja, da ist noch so ein Hanselmann. Wie lange der wartet, ne? Diese eine extra Sekunde, die die Axt oben hält, wo man denkt, jetzt fährt sie hier nieder, aber macht sie nicht. Ja, und da ist dieser Fahrstuhl gleich. Ich muss die anvisieren, ne? Das mache ich gar nicht. Ja, ja, mit R. Ja, reindrücken, genau, unser Fahrstuhl. Ich muss auch in die Steuerung ein bisschen reinkommen, ne? Also gib mir da jetzt erstmal 10 Kulanzminuten. Und wir können auch, das hatte ich nämlich auch verpeilt, wir können noch eine Flask, glaube ich, beim Schmied umwandeln. Und zwar, wir haben ja so Mana-Flasks und Health-Flasks. Und wir brauchen ja gar keine Mana-Flasks derzeit. Sodass wir die beim Schmied umtauschen können, dann haben wir dauerhaft eine Heil- Flasche mehr. Das können wir heute noch machen. Und dann müssen wir mit dem Schwert gucken, genau, weil das Katana kann man auch, können wir auch aufleveln. Erinnerst du dich? Ja, ne? Der verliert das Ziel, wenn man da zu weit weg ist, oder? Ja. Na gut. Ich bin ja WoW gewohnt. Da ist das ja ein bisschen anders. Ja, da sind einige Sachen anders bei WoW. Man könnte sagen, es ist ein komplett anderes Spiel. Könnte man tatsächlich sagen, wenn man Videogame-affin ist. Ich bin ja eher distanzierter Betrachter als mittendrin. So, das war jetzt der Weg und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Kleine Titanscherbe. Ja, okay. Damit können wir aufwerten, die Waffen. Immer dieses passiv-aggressive Okay. Ja, dass man das. Ja. Ey, das ist übrigens mir schon so oft passiert, dass du ein Item einsammelst und das Item lässt dich aber nicht kämpfen, bevor du es nicht bestätigt hast. Ja. Aber dass das dann einfach, dass da nicht da toll oder gut gemacht steht, sondern einfach nur okay. Ja, okay. Gut, ja. Ich hab's gesehen. Wenn leichte jetzt, Armbrust. Ja. Okay. Wenn du jetzt haust oder so, der macht er das irgendwie nicht, weil du noch nicht bestätigt hast. Das ist albern. Das ist voll gemein. So, die waren nicht ganz so krass, ne? Ne, die gehen. Aber der hat einen Speer, also. Die haben immer so eine schnelle Stoßgeschwindigkeit. Kannst das Schild auch hochnehmen? Jetzt hast du ja
Nur wenn du Ausdauer regenerieren musst, musst du es kurz mal runternehmen, dann geht's schneller. Aber jetzt kannst du es hochnehmen. Oh, rückwärts geht dir die Treppen runter, Alter. Das ist fucking gefährlich, Kollege. Da stolperst du. Rückwärts vor allen Dingen. Also ich wette, so ist der auch gestorben. Ja, Mann. Hast du gesehen, was mit deinem Kumpel passiert ist, ha? Der macht ja gar nichts. Ja, jetzt. Jawohl. So, und hier war der Bossmeister, ne? Ja, Mann. Du hast gesagt, dranbleiben. Das waren deine 10 wichtigsten Regeln dieses Bosskampfs. Immer dranbleiben. Alle 10 waren. Ey, du hast den ja schon fast gehabt. Du hast das ja perfekt letztes Mal schon gemacht. Wort? Vom Nordwindtal. Guck mal, ja, du bist ja sofort hier drin. Ich muss gar nichts mehr sagen. Außer dein Ausdauermanagement aus im Auge behalten. Ah, okay. Was ist dieses Liederding? Frost. Der hat so Frost. Was ist das Liederding? Wenn der Balken hoch ist, nimmst du so Frostschaden. In dem Fall. Das gibt's auch mit Gift und so. Ja, machst du das. Stark. Ausdauer. Das war's! Ach krass! Ich habe immer nur auf den Liederding geguckt. Ja, gut so, richtig so. Lass Seele von Wort. Vom Nordwindtal. Stark. Okay. Und da ist ein Bonfire. Aber unsere alten Seelen noch vom letzten Mal liegen da noch rum. Die alten Seelen, erinnerst du dich noch? Ja? Die ganzen alten Jungs, Mensch. Ja, mega geil. Das ist ein Bonfire? Ja, jetzt können wir mal zur Schmiede da nach Hause da und das Geld umtauschen in Seelen. Ja, nicht schlecht. Der nächste Boss ist der zweite Boss, oder wie? Ich war von Anfang an, habe ich gemerkt, es läuft und ich habe mich richtig gemütlich entspannt zurückgelegt, weil ich wusste, jetzt holst du ihn dir. Ich glaube, je geringer die Ansprüche sind, desto einfacher ist das so. Ja. Wenn du da super so, jetzt muss es schnell, jetzt muss es klappen, dann ist schwierig. Ja, das ist richtig. Feuer, Band, Schrein. Und jetzt können wir uns überlegen, welche Waffe wollen wir jetzt upgraden? Weil dieses Katana, jetzt geht's ums Upgraden, ne? Genau, weil also man kann nicht alle Waffen, also man kann alle Waffen upgraden, aber das ist, ich glaube, dass die Rohstoffe müsste man dann halt immer sammeln. Und wir könnten jetzt zum Beispiel das oder das Katana, welches hat dir besser gefallen? Also das Katana ist, glaube ich, ganz gut. Schwer zu sagen. Du meinst, hier kann man noch so eine Flask? Ja, rede mal mit dem. Well, it's good to see you in good health. Nee, jetzt. Das ist auch ein guter Move. Einfach Leute ansprechen und dann einfach rückwärts. Einfach langsam. Wo geht's zum Bahnhof und dann einfach langsam rückwärts gehen? Hey, jetzt will er nicht mit mir reden. Das ist ein bisschen. Ja, hier zuweisen, da, genau. Ich meine, da ist so viel Platz. Muss man wirklich einen Zentrum W-Punkt? Kann man das Wort nicht ausschreiben? Da ist so viel Platz. Zu was? Ja, ein nach links. Und dann haben wir einen, siehst du, haben wir eine mehr. Geil, sehr guter Tipp gewesen. Moment mal, die blauen sind seine und die gelben sind unsere. Und jetzt ist die Frage, wie teilen wir das auf? Ja, alles für uns. Ich würde schon sagen, also wir haben insgesamt 5. Mein Vorschlag wäre 5 für mich, 0 für dich. Finde ich gut. Du brauchst einfach auch mehr. Ich brauche ja eigentlich keine Heilung. Jetzt gehen wir auf Waffe verstärken. So, und jetzt können wir nämlich aussuchen. Genau, das ist das Uchi-Katana, genau. Und da sieht man nämlich, du siehst ja bei Angriffskraft physisch, ne? Ja. 115 und 15 ist jetzt aktuell. Und wenn wir sie jetzt upgraden, dann haben wir 126 und 17. So. Mhm. Und dann siehst du ja unten. Er levelt halt Geschicklichkeit mit C
Also davor aber auch schon, oder? Da ändert sich ja, ändert sich nichts, obwohl das blau wird. Ich weiß nicht, ob das irgendein Faktor ist. Ach so, weil sich der Multiplikator erhöht sich wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Aber warum haben wir dann plus 17 und statt plus 15, wenn der Multiplikator gleich ist? Weil das prozentual ist, wahrscheinlich von den 126 ein prozentualer Wert nochmal dazu, schätze ich. Und das kostet 310 Seelen? Genau, es sei echt günstig. Die Frage ist immer, ob man die Rohstoffe dafür hat. Die Seelen kriegt man, glaube ich, schnell zusammen. Und das ist das, was wir aktuell ausgerüstet haben. Das skaliert mit D. Aber da sind wir bei 145. Und da sind wir bei 143. Ja, und dann ist halt. Da ist es immer noch besser. Und es kostet weniger. So sehr ich dieses Katana auch mag, aber irgendwie, glaube ich, ist das Breitschwert besser insgesamt. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was so die Angriffsgeschwindigkeit angeht. Wenn du halt vielleicht mehr Schläge unterkriegst für dieselbe Ausdauer oder was, ne? Also, dass das Ding vielleicht schneller ist oder eine größere Reichweite hat, das sind so Faktoren. Du kannst ja noch mal lesen in der Item-Beschreibung. Das war Start. Das Menü, genau. Ja. Am Ende ist es, glaube ich, wahrscheinlich auch wirklich, womit man sich am wohlsten fühlt, ne? Womit man genau da und dann und jetzt mit in dem Fall X. Fertigkeit Haltung. Während Haltung angenommen wird, führe einen normalen Angriff durch, um die Abwehr des Gegners von unten zu durchbrechen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, Haltung. Sag mir nichts, dieses Wort. Ich glaube, wenn du L2, gucken wir uns gleich nochmal an. Und das Katana. Eine Haltestellung ein, um dann mit einem normalen Angriff einen schnellen Ausfall hier. Ah, guck mal. Verursacht Blutungen. Das ist nämlich, glaube ich, so. Ey, ganz kurz, ne? Das ist bei mir sehr viel gefährliches Halbwissen. Aber es gibt halt Waffen, die, wenn du. Die können Gift oder Blutung oder sowas verursachen. Mhm. Und das heißt, wenn du dann genügend Treffer landest, dann wird dieser Effekt bei dem Gegner angewendet, sodass er halt durch diesen Blutungseffekt noch mehr Leben verliert. Und am Ende kannst du das ja quasi auf das Damage draufrechnen, sozusagen. Ey, klingt gut. Wollen wir das Katana upgraden? Ja, komm, lass das Katana leveln. Ich hab da auch Bock drauf. Und dann legen wir es mal an, oder? Brauchst du nicht anlegen. Kannst du erstmal mit dem Schmied sprechen und danach anlegen. Waffe, Verstärke. Ja, genau. Da, Uchikatana. Und bitte. Ja. Und plus eins. So, was fehlt uns jetzt? Drück noch mal drauf. Ach da, guck mal. Benötigte Objekte, links sieht man das, über der Schwerterleiste steht, benötigte Objekte, kleine Titanitscherbe. Die haben wir gerade gesammelt, die Titanitscherbe. Ja, und wir haben drei und wir brauchen vier. Das heißt, wenn wir noch eine finden, können wir sie direkt noch mal aufwerten. Dann wird sie noch stärker. Also das sind diese Scheiben, die sind echt wichtig. Und ich glaube, man kriegt, das habe ich irgendwo auch in den Comments gelesen, wenn man diese Teer-Monster, ne, also die aus diesen einfachen Untoten mutieren, du erinnerst dich, wo wir immer hingelaufen sind, weil wir Schiss bekommen haben, weil die so groß werden. Oh ja, ja, ja. Wenn man die besiegt, dann kriegt man wohl auch so diese Scherben. So, okay, wir haben wieder unser Katana am Start. Nice. Ja. Und jetzt drück mal, also gleich, wenn da kein Gegner in der Nähe ist. Drück mal, nimm's mal in beide Hände. Was ist das? Oh, das sieht ja geil aus. Geiler Move. Das ist jetzt L2 gerade. Genau. Oh, guck mal. Genau, das ist so. Nimmst du an beide Hände und mach das auch nochmal. Ich glaube, dann macht er auch nochmal. Also, wenn du dreieckst, drück mal drei. Also, nee, das ist ja nicht Dreieck, das da, genau. Mach das nochmal das Gleiche. Dann hast du, glaube ich, auch nochmal einen anderen Move. Ja. Aber da wird nämlich, siehst du diesen blauen Balken unter dem roten? Oh ja. Der wird, das kostet halt Mana irgendwie, dieser Move. Kann man halt nicht beliebig oft machen. Aber der ist bestimmt mega stark. Ganz Mana regeneriere ich ja gar nicht. Nee, aber wenn du ins Feuer gehst, ist es wieder voll. Man muss es immer am Feuer regenerieren? Ja. So, wo geht's hin? Nee, noch nicht abhauen. Wir haben noch voll viel Geld. Lass mal noch aufleveln. Ach ja, unsere Seelen meinst du? Genau. Und die Waffe jetzt in dem Fall skaliert halt, glaube ich, halt mit Geschicklichkeit. Das heißt, wenn wir sagen, wir gehen eher auf Geschicklichkeit, dann. Du sagst, es skaliert mit Geschicklichkeit, dann lass es doch jetzt mal vielleicht ein bisschen auf Glück gehen. Damit wir eine Chance haben, mehr Titanitscherben zu finden. Okay, ich weiß nicht, ob das das beeinflusst, aber wenn du möchtest, mach einen auf Glück, wenn es dich glücklich macht. Guck mal, wenn der Faktor Glück
dich glücklich macht, dann hat er einen Wert. Dann hat er de facto eine Auswirkung. Ach so, ja, das musst du machen. Ansonsten halt echt Vitalität, Kondition und Geschicklichkeit. Ja, oder Glück halt. Oder Glück, aber dann mach nur einen Glück. Nur einen. Weil sonst irgendwann ärgerst du dich. Einen reicht. Und dann machst du den anderen, darfst du dir aussuchen. Kannst mehrere gleichzeitig auswählen. Und jetzt, ja, Geschicklichkeit, ja, mach Geschicklichkeit. Ja, geil. Gut. Okay. Und jetzt kannst du vielleicht noch Pfeile kaufen, oder? Von dem, aber von dem restlichen Geld. Und zwar... Von wem? Nicht von dem, der labert, aber mit dem können wir gleich nochmal reden. Und zwar... Warte mal, hier unten war noch einer, ne? Ja, und zwar der Typ, den wir befreit haben, ne? Der ist nämlich jetzt da. Ah, well met. How may I be of... Aber der... Er hat nicht genug Kohle. Sind Holzpfeile. Pfeile. Ja, Holzpfeile. Ja. Kann noch ein paar von kaufen. Kannst du eigentlich auch, wenn du in die andere Richtung drückst, bist du, kommst du bei 73 raus. Ja. Ja, das ist ja verrückt. So eine komplexe Steuerung, nur für dass man eine Zahl auswählt. Ja, mach einfach voll. Wir haben 300 Seelen oder so, bevor wir die verlieren. Machst halt mal ein paar Pfeile. 73 Pfeile. Was wir haben, haben wir. Vielleicht wollen wir irgendwann mal jemanden schießen. Weißt du, mit wie vielen Pfeilen Legolas aus Bruchtal losgezogen ist? Sieben. Sieben? Sieben Pfeile. Sieben. Damit ist er durch drei Bücher gekommen. Mit sieben. Ja. Der musste halt immer sieben und dann, sorry Leute, das finde ich aber eh geil, bei Herr der Ringe Extended Scene, ja, dann so nach der Schlacht von Amon Hen oder sowas, lasst uns Orks jagen, lasst uns Frodo und Sam retten. Ja. Ja, Sekunden, ich muss ganz kurz noch meine Pfeile sammeln und dann muss der nochmal überall seine Pfeile rausziehen. Ja, klar, aber der ist halt, das sind halt auch Elfen, die sind halt nachhaltig, die sind mit der Natur verbunden, die verschwinden. Legolas ist ein Elb. Ein Elb, Entschuldigung, ja, er ist ein Besetzungsfehler. Nein, es ist kein Übersetzungsfehler. Ist ein Übersetzungsfehler. Tolkien hat das selbstständig beaufsichtigt, dass es in der deutschen Version als Elb übersetzt wird. Das ist eine der größten mythischen Legenden, dass es ein Übersetzungsfehler ist. Ist es nicht. Ist es nicht? Lest euch die Geschichte durch, informiert euch Leute und hört auf, diesen Quatsch nachzuplappern. Ja, dann muss ich nochmal gucken. Tolkien war natürlich hochinteressiert daran, wie seine Werke übersetzt werden. Er war ja selber Sprachwissenschaftler, Linguist. Also das und deswegen hat er das auch beaufsichtigt. Nicht nur und hat Deutsch. Sich selbst für Elb eingesetzt. Für jede Übersetzung? Auch ich jetzt nicht für jede der Welt, aber fürs mit Deutsch kennt er sich bestimmt auch sich aus, auch. Wenn er das studiert und so. Ja. So, wo geht's hin? Wort von Nord, da waren wir gerade, ne? Ja, aber da können wir nochmal hin und jetzt können wir nochmal richtig mal rumgucken. Das sind nämlich auch geile Gegner. Dahin? Ja. Dann nochmal ein bisschen aufräumen. Aber jetzt der Boss respawnt nie, ne? Hatten wir gesagt, sondern nur der Trash. Wir haben da aber noch nicht alles leergeräumt in der Gegend. Weißt du was, ich hatte irgendwann mal vor einiger Zeit, vor 2 Jahren oder so, da gab's die Herr der Ringe Extended. Oh ja. Auf Amazon. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich gucke mir alle drei Herr der Ringe Extended an. Und dann gab's den dritten Teil auf einmal nicht in Extended. Gab's einfach nicht. Und das hat mich so genervt, weil das hat mich richtig abgeturnt, so. Weil ich wollte dann den dritten natürlich auch in der Extended-Version gucken. Ja, klar. Und den gab's dann. Du hattest noch 7,5 Stunden Zeit. Ja, hab ich mir dir vorgenommen. Na, das klappt gar nicht. Das hat jetzt nicht geklappt mit dem Superangriff. Das ist ja nicht schlimm. Leute. Die da kannst du ja auch mal treten dann, ne? Also wenn der vor dir steht und keinen Move macht, dann trittst du den wenn mal. Wenn der tot ist, meinst du? Nee, nochmal dann treten? Auch. Aber weißt du noch, wie treten geht? Ja, so was flicken und gleichzeitig... Genau, nach vorne flicken und R1. Ja, aber das ist grundsätzlich richtig. Und dann kannst du ihm das Schild... Es ist nämlich nützlich gegen so Schildheinis. Ich raff's nicht, aber kriegt man den Move grundsätzlich auch hin, ohne Gegner angewählt zu haben? Ja, also... Da muss man aber schon... Ja, das Timing, ja. Das ist ja echt ein super präzises Timing. Hol ab. Ja, oh, Lanzi, Mann. Markus Lanz. Nee, ich schaff das nicht.
Ja, wenn er halt haut, macht's auch keinen Sinn. Nur oftmals machen die nichts. Und dann zieh ihn da rein. Ja, so. Ah! Ja. Jetzt hast es. Ah, dann öffnet er sein Schild und ist. Ah, das ist ja super schwer einzusetzen, dieser super Move. Ja, ich wette. Aber du hast ihm, glaube ich. Also, das ist schon. Er hat ja auch so wie du quasi so Stamina. Das heißt, du brichst sein Schild auch, wenn du ihm genug abnimmst. Oh, das sind aber die krassen, ne? Oh. Wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Kein Hallo, kein ich nichts. Fordere dich zum Kampf aus. Nee, nichts, einfach direkt geballert. Immer auf deine Ausdauer achten. Oh, mega. Ich dachte, er hat dich. Nur noch einen Schluck. Du kannst zwei Schlucke vertragen. Ja, wir haben ja jetzt 5 Fläschchen mittlerweile. Hat der nichts gedroppt? Luzern. Hat er nichts gedroppt? Dreh dich mal um. Nee, nichts gedroppt. Schwein. Ja, da gibt's ein paar von jetzt, von den Typen. Der hat einfach so. Vor denen habe ich am meisten Respekt. Warum? Der Umhang oder was? Ja, wegen des Umhangs, ja. Nee, weil die halt dieses. Die einfach, die Lanze ist einfach so lang. Vor so Rittern mit der langen Lanze habe ich Respekt. Die Langlanzigkeit ist. Stark. Stark. Ja, ach, souverän. Florentin, es ist der Zeitpunkt gekommen. Ihr droppt nix. Wo ich ist die Leine, die jetzt vom Halsband so mit diesem Karabiner abmache und dich einfach laufen lass. Das darfst du nicht sagen, jetzt gehe ich direkt drauf. Du brauchst mich nicht mehr. Also, du hast es verstanden. Oh, das ist krass. Und jetzt drauf. Ja. Ah, ist das herrlich. Ich weiß aber nicht, wie ich das gemacht habe, um ganz ehrlich zu sein. Du bist hinter ihnen und hast R1 gedrückt. Oder habt sonst nichts gedrückt. Genau. So, da waren wir drin, da hatten wir die Quest. Ja, aber genau, die können wir ja nochmal mit ihr reden. Also wir haben ja eigentlich ihre Quest ja erfüllt, ne? Nee, wir sind da reingegangen, haben ernsthaft die komplette Einrichtung zerstört. Stimmt, das fand sie mega geil. Endlich räumt mal jemand auf. Diese alten Gebetsbänke hier, auch die sind alle eh ungemütlich. Ja, eh allein hier. Dass man da nicht so mal so einen Sitzsack in so eine Kirche stellen oder kann, so ein Fatboy oder sowas. Ja, genau. Ja. Einfach so ein Gymnastikball. This warum Abschiedsgeschenk? Insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers. Ich habe kein Gespür für persönliche Distanz. Nee. And the old Concord will setzt sich auf ihren Schoß. To hunt these foul spirits. Der blaue Pfad. Ja, sagt sie noch was? Man muss immer so mehrfach mit denen reden. Manchmal kommt noch was. What is wrong, unkindled one? Kindle. Is this not the calling of your kind since ages past? Was ist das jetzt für ein blauer Pfad? Das ist, glaube ich, so eine Covenant. Und es gibt verschiedene Covenants, so eine Art Bruderschaften. Und ich glaube, das ist für einen Multiplayer, dass man irgendwie. Dieses Spiel ist so komplex. Wenn du irgendwie invaded wirst oder so. Anders, wenn du invaded wirst. Dann kannst du jemanden zur Hilfe rufen von deinem Covenant oder so. Und gleichzeitig kann dich jemand anderes auch zur Hilfe rufen, wenn irgendwie so. Ich würde sagen, für unser nächstes Let's Play spielen wir Pong. Dann machen wir es wirklich ganz simpel und nicht mit 1000 Covenants, Abzeichen, Orden. Ja, aber du bist jetzt im Orden der Früchte. Du musst eigentlich in den Orden der Gebäckwaren. Der Gebäckwaren. Ich glaube, warte mal, dreh ich nochmal um. Da links waren wir noch nicht. Links jetzt. Da waren wir noch nicht. Sorry. Tasten verwechselt, ich wollte sprinten. Guten Tag. Versuch doch mal, dem ganz vorsichtig in den Rücken zu boxen.
Ah, oh Gott, siehst du, wie wenig du den abgezogen hast? Das heißt, er ist stark? Ja. Oh, der hat ein rotes Auge. Ich glaube, rote Augen sind besonders böse. Aber auch ist ein billiges Klischee, oder? Ja, aber das ist leider wirklich, es ist eine Realität. Ja, ich trinke ein Schlückchen, Freundchen. Der hat auch einen blauen Umhang und so. Ich glaube, das ist der Anführer von der Bande. Oh. Oh, das war knapp. Oh, aber mega geil. Ein gealterter Edelstein. Wie kann ein Edelstein gealtert sein? Ja, das weiß man nicht. Vielleicht hat ihm jemand die Lebensenergie ausgesaugt. Irgendein mächtiger Zauberer. Und dadurch ist er gealtert. Drop nix. Drop was. Das wäre eigentlich auch gut. So ein Rollenspiel, wo man die Gegner erst schütteln muss. Ja. Bis, dass sie wirklich dann so die Münzen fallen lassen. So, wie so eine Pinata. Aufhängen und... Jetzt, ich habe das Gefühl, seit wir Glück geskillt haben, haben wir gar kein Glück mehr. Nein, es wird einfach überhaupt nichts gedroppt. Gar nichts. Es wird einfach nichts gedroppt. So, wo wolltest du noch hin? Links und dann? Ich glaube, du hast jetzt hier wahrscheinlich alle platt gemacht. Das heißt, wir könnten jetzt entweder auf die andere Seite gehen und da diesen, da kommen wir dann auch weiter, wenn du nochmal in den Bossraum gehst. Zum Boss? Mhm. Wo war der noch? Ah ja, hier ganz unten. Da hatte sie doch gesagt, wir sollen da so eine Fahne aufstellen. Meiner muss man eine Fahne aufstellen, ich weiß nicht mehr. Wir werden sehen. Das hast du mitgenommen aus dem Dialog? Ja. Ich hab die ganze Zeit. Du hörst nämlich nicht zu. Ich merke. Kenne ich die Schauspielerin. Weißt du, warum ich das merke? Du bist so ungeduldig, dass du immer schon so deine Hand schon immer auf der A-Taste. Ja. Manchmal drückst du aus Versehen. Geh mal nach vorne. Ich habe jetzt wieder mit WoW angefangen und denk mir so, nee, dieses Mal liest du die Questtexte, hörst den Leuten zu, wirklich mal hören, was passiert da im Hintergrund, und schon bei der zweiten Quest skippt sofort weiter. Ich bin einfach ungeduldig. Nachricht lesen. Spähe über das Cliff, halte das Banner hoch. Ein herrlicher Reim. Oh, guck mal, der Ausblick. Wow. Nice aus, oder? Und das Geile bei so Souls-Spielen ist, das ist nicht Kulisse. Sondern eigentlich alles, was man sieht, ist Spielwelt. Also man kommt überall hin. Bis auf die Berge da hinten. Glaube ich. Oh. Ein Gehirn-Gargoyle. Das ist so die Fähre, oder was? Das ist die Fähre. Mensch. Geil, oder? Neues Gebiet jetzt. Neues Gebiet. Mit Lagerfeuer direkt. Ja. Aber wir haben noch nicht genug Seelen zum Einkaufen, oder? Ja, ein Level kostet, glaube ich, jetzt mittlerweile schon über 2000. Wir haben aber noch die Seelen, aber... Wir haben ja so diese Checks noch, ne? Seelen-Checks. Oder du guckst erstmal weiter. Gargoyle. Was ist dein Lieblings-Gargoyle? Timmy. Timmy, mhm. Das ist der an dem Aachener Dom, ne? Glaube ich. Nee, Ulmer. Die Ulmer Kathedrale zu Neugraben. Die wurde, ja, der ist super. Das ist eine alte Barock-Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert. Das war die Prä-Barock-Phase, als es schon mal Barock gab. Ja, ja. Und vor seiner Zeit. Vor seiner Zeit gab es nur 10 Jahre und dann ist das in Vergessenheit geraten. Und dann kam das dann später nochmal. Wo man hingeht, Untote, oder? Ja. Bisschen wie Touristen. Du denkst, du bist am entlegensten Ort der Welt. Hier kommt niemand hin und dann plötzlich hier Fotoapparat. Alles voll. Ja, es ist halt dieses... Du bist ja auch untot, glaube ich. Also wir sind, glaube ich, auch untot. Oh, guck mal da. Oh, was? Die kämpfen gegeneinander? Was ist mit denen denn los? Das ist ja für uns gut. Und wer kreischt da so? Die Hunde oder die anderen? Das sieht man selten, dass die gegeneinander
agieren. Ja, die haben irgendwie Bürgerkrieg oder irgendwie sowas, Wahlrechte oder so, Misstrauensvotum nicht durchgekommen und so und dann. Straßenschlacht, ein Hundimann. Was? Ja. Oh, der ist echt sauer. Ich weiß nicht, wegen was die sauer sind. Aber die sind echt sauer. Ich kann ja aber nicht anwählen gerade. Au. Manchmal was mag das für eine Rasse gewesen sein? Das sieht aus wie so ein irischer Wolfshund oder sowas. Kennst du dich aus mit Hunderassen? Ein bisschen, ja. Echt, ich gar nicht. Nee, gar nicht? Nee, null. Kennst du den Tiroler Stulpen? Nee, tatsächlich nicht. Das sind richtig geile Hunde. Die sehen aus wie so, kennst du diese Pantoffel, die man immer so aus Joke auf irgendwelchen Flohmärkten kaufen kann, wo dann Gesichter drauf sind oder so? So sehen die aus. Das ist auch so eine Nils Boomer-Frage. Kennst du diese Pantoffel, die man als Joke auf Flohmärkten kaufen kann? Wo ich sagen muss, nee, tatsächlich kenne ich die nicht. Ja, die halten halt immer nur so, die halten halt nur zwei Wochen. Und dann haben die aber, dann ist das, sehen die aus wie ein lustiger Drache in grün mit so Plüschzähnen vorne dran. Ach so, ja, ich verstehe. Und dann schlüpfst da rein und die sind, beim ersten Mal denkst du, oh, die sind aber weich. Und nach einer Woche sind die so sparkig und platt getreten, dass man sie wegschmeißt. Und dann, aber sie sehen halt süß aus. Und so, das ist der Tiroler Stulpen so als Hund. Ich hatte immer die Tigertatzen. Ja. Die sind auch Klassiker. Genau. Gibt's auch als Tiger. Guck mal hier, die Typen, ey. Ist das nicht krass? Die haben wir in der Cutscene gesehen. Genau. Oh. Please grant me death. Undo my shackles. Keiner von denen ist, lebt noch. Aber wie die da, guck mal, wie die da hingezogen sind, ne? Was für eine Prozession, so, das. Und dann ist die Brücke eingestürzt. Dann ist die Brücke eingestürzt. Oh, ist ja wieder ein Drache. Ja, da ist schon wieder ein Drache. Und die sind alle tot und einer aber lebt noch. Ah, Homeward-Bohnen. Gute alte Heimatknochen. Geht doch mal mit dem. Mit dem reden? Nee, mit dem, der gesprochen hat. Ja, aber wo denn? Ja, wenn, ich meine, wenn du den haust, würde er nicht mehr viel sagen. Aber einer von. Ja, aber der hat doch gesagt, er will sterben. Ja, muss ja einer muss ja eine Dialogoption irgendwie geben. Aber was. Also, wenn du vor einem. Irgendwo muss ich eine Dialogoption auftun. Der, warte, guck mal, den links. Der da? Der bewegt sich doch. Der da? Der bewegt sich noch. Nee, zurück. Der hier? Der davor. Der? Eine andere Richtung. Wie? Von. Der da, warte, stopp. Der hier. Jetzt drehst du. Nein, bleib mal stehen. Dreh dich mal um. Bleib stehen bleiben. Der da! Oh. Reden. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Yol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, Champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? Bin eher allein unterwegs, ehrlich gesagt. Surely I can be of use. Nichts tun ist auch eine herrliche Alternative. Nimmst du die Einladung an oder machst du gar nichts? Oder stehst du einfach und ignorierst ihn einfach. Ja, und? Wir nehmen an. Ja, oder? Natürlich nehmen wir ja. Alles. I am honored. Truly, I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Ja. Verschwunden. Und alle anderen sind irgendwie tot. Und man fragt sich, was haben die da auf dem Rücken? Ist das eine Art Schildkrötenpanzer? Ich dachte mir auch, das sind Schildkröten, oder? Wahrscheinlich irgend so eine Art Moloch. Moloch? Nee, wie heißt das, was Stiere tragen so? Hörner. Was meinst du mit Stiere tragen? Ja, womit die so den Pflug ziehen. Ah. Ja. Ich glaube nicht, dass das Stiere machen.
sondern eher Ochsen. So Ochsen. Ja, mein Gott, Nils, sind wir jetzt so weit, dass wir Ochsen und Stiere schon noch auseinanderklamüsern müssen? Ja. So weit ist es gekommen mit uns? Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Sind Ochsen nicht kastrierte Stiere? Das weiß ich nicht. Also hier kommt man nicht durch, glaube ich. Ah, hier ist ein Hebel. Oh, da hat hier so ein richtig geiles Fleisch dabei. Das ist alles? Das ist dein Move? Das ist ein Move, ja. Oh, wie du richtig in den reingerollt bist. Alles kaputt machen. Waren Bonfires gesehen? Vielleicht kann man da, wenn man die alle... Ich glaube, ich muss das Rad draußen auf den Hebel legen. Und denn? Ich bin Rätselmeister, lass mich mal. Ich habe das Rätsel hab ich schon 100 Mal gesehen. Du musst das Rad jetzt hier auf den Hebel legen. Oh, geht nicht mehr? Oh nein. Ne, hier liegt es jetzt genau richtig. Ja, okay. Und dann musst du eine Apparatur bauen, dass du aus der anderen Seite den Hebel ziehen kannst. Ja. Und dann kommst du in den nächsten Level, weil du musst jetzt über das Tor wieder nach oben klettern. Ja, klar. Warte, geh mal zurück. Hast du nicht gesehen? Du musst auf die Welt achten, in der du bist. Dreh dich um. Den Hebel nochmal, oder? Nein! Um Gottes Willen, das machst du wieder zu. Aber ist auch scheißegal wahrscheinlich. Aber da hatte ich doch einen Bonfall gesehen. Das, ja, siehst du das nicht? Das weißt du hier, zurück, das. Zurück. Hast du es wirklich nicht gesehen? Da! Warum? Die sind immer so klein! Ja, du musst, deine Augen müssen stets wachsam sein. Die Gefahr, sie lauert überall. Jetzt. Schöner Ausblick. Ah, die Hunde sind wieder da, weil du hast resettet. Ach, die waren hinter dem Tor. Ah. Und wenn man das Tor aufmacht, dann greifen die Untoten. Ja. Das heißt, ich muss es jetzt schaffen, irgendwie die aufzumachen, bevor die angreifen. Ja, probier doch mal. Entschuldigung, einmal Hebelkontrolle. Ah, der macht das ja schon selber auf. Oh, geil. Er merkt es nicht mal. Kannst du wieder zumachen? Mach mal zu. Dann bleiben die Hunde auf der anderen Seite. Aha. Schon praktisch so eine Burg, oder? Voll praktisch. Schon praktisch, kann man sich so 3 Hunde vom Leib halten. Hattest du auch mal eine Phase, wo du gerne in der Burg gewohnt hättest? Ja, auf jeden Fall. Ah. Du musst nur ganz selbstbewusst auf die zugehen. Ja. Das ist einfach ein bisschen dominant auftreten, das wehren die sich nicht. Das mit diesem Erstechen von hinten, das kriege ich noch nicht verlässlich hin. Ja. Bravo, ne Bravo. Bap. Oh. Und letzte Ehre wollen wir ihm erweisen. Aber weißt du was? Oft werden ja so Menschen aufgehängt zur Abschreckung, ne? Aber die Leiche, guck mal, die ist total eingepackt. Sodass das für mich eher so wirkt wie ein Begräbnis tatsächlich. Also es ist kein Begräbnis, sondern Bestattung. Verräter, der aber trotzdem noch gute Dienste geleistet hat. Das, oder vielleicht wollen die einfach ihre Verwandten einfach bei sich behalten. Aber dieses Spiel ist ganz schön brutal, oder nicht? Ist das ab 16 hier der Stream, oder was? Der Stream ist ab 6. Jetzt mal im Ernst, Leute, wenn ihr hier zu jung seid, dann schaltet ab, nicht, dass ihr hier schlecht schlafen könnt. Nee, dann ist das dunkel wieder alles. Soll ich mal eine Bravo schmeißen? Nee, das bringt ja gar nichts. Ich sehe sofort wieder. Entschuldigung. Bravo. Eine klassische Speicheratmosphäre. Ja. Oh. Oh, da sind wieder solche Typen. Die kennst du noch. Die sind immer auf so Dachböden, ne? Ja. Diese Diebe da. So Ratten. Ich habe echt ein bisschen Angst vor Dachboden tatsächlich, weil ich da mal hart von der Biene gestochen wurde. Auf einem Dachboden? Ja. Und das bringst du nicht mit der Biene, sondern mit dem Dachboden in Verbindung? Nee, weil der Dachboden, da kramt man dann so rum und dann hast du plötzlich ein Bienennest in den Händen und dann zack, bist du gestochen. Wobei Bienen sind ja noch relativ harmlos, also die sind ja noch
Ich finde das fair. Weil wenn jetzt, ich erzähle dir gerade eines meiner schlimmsten Traumata und du so, ja, die sind ja harmlos. Also erstmal, das ist eine persönliche, die haben mir ins Herz gestochen. Ja, übertragenen Sinne. Es wäre aber naheliegend, wenn du jetzt Bienenman wärst und mit einem Bienenkostüm einfach nur noch rumläufst und auch ein bisschen wie eine, ah, geil, und ein bisschen wie eine Biene sprichst. Wir müssen uns... Wenn ich dein Therapeut wäre... Ich brauch diesen Honig. Würde ich dir das wirklich vorschlagen. Kauft ihr ein Bienenkostüm? Ja, reden Sie mal einen Monat wie eine Biene. Ja. Vielleicht heilt das Ihr Traum. Ja, in einem Bienenkostüm fühl die Biene so... Du machst Method Act, du bist die Biene. Du bist die Biene. Wie fucking nervig Bienenmann sein muss, oder? Die ganze Zeit rumflattert, schläft nicht. Das ist weiter, sie müssen weiter. Ja, chill mal dein Leben, ey. Oder ist es auch nur ein Klischee, dass die so fleißig sind? Leute. Oh. Ich finde es. Ist denn hier wieder so viel los? Ich finde es fair, dass wenn Bienen dich stechen, dann sterben die, ne? Und ich finde, das hat was Heroisches. So, dass die halt sagen so, ey, ich stech dich so, aber ey, dafür ist es auch das Letzte, was ich im Leben tue. Ja. Es ist eigentlich echt eine Ehre, von der Biene gestochen zu werden. Ja, ist es. Weil du weißt, es ist ein hartes Commitment einfach. So, und eine Wespe zum Beispiel, die ist einfach nur ein Arschloch. Die sticht sich und dann fliegt sie einfach weiter und sticht den nächsten. Das passiert überhaupt. Ey, da erinnere ich mich an einen ganz missglückten Tweet aus meiner Tweet-Zeit, wo ich immer verkrampft versucht habe, möglichst lustige, viele Tweets rauszuhauen. Und da hatte irgendwie Dagi B, hat einen Beef mit Bibi oder irgendwie sowas, haben die sich gestritten. Und dann habe ich auch geschrieben, ja, Dagi B hat jetzt einen Beef, muss sie jetzt sterben. So von wegen, sie kann nur einmal stechen oder so. Ey, ich mag den sehr. Der wirklich richtig furchtbar. Nein, der ist nicht furchtbar, der ist sehr, hat niemand sehr gecheckt. Den alle, hat niemand gecheckt. Warum, was ist los? Ist die krank und so? Und nee. Ja, aber dann, sorry, das lag nicht an dir, es lag am Publikum. Weil es ist ein hervorragender Gag. So ein Mitch Hedberg hätte den gebracht. Die Leute hätten drüber nachgedacht, weil sie wussten, da ist ein Gag. Sie hätten drüber nachgelacht. Genau, nachgelacht, ja. Ja. Also von mir aus können wir das hier auch friedlich lösen. Oh! What? Der Bienenschwarm! Jetzt kommen die Bienen! Da kommen die Bienen. What? Hilfe! Sicher ernst? Von der dicken Alma da hinten. Lauf! Lauf! Nein, ich verwechsel immer den fucking Knopf. Guck mal, ey, das ist jetzt Blutungsschaden. Und wenn der Balken voll ist, haben wir ein Problem. Also jetzt die Bienen haben mich blutig gestochen? Ja, die haben dich blutig gestochen. Das sind Blutbienen. Fucking Bluebies. Und das ist die Imkerin, oder was? Ja, das ist die dicke Imkerin. Nennt mich die Imkerin. Oh, sie hat die hat Ads, okay. Mit ihre Buddies dabei. Oh, gut ausgewichen. Aber was sie auch für eine beeindruckende Keule hat. Oh, sie zaubert. Oh, sie macht wieder Bienen. Ich finde, man sollte... Ich retweete den Tweet. Gibt's den noch? Nee, ich glaube, ich habe ihn irgendwann gelöscht. Ah, Mann. Oh, ich wollte dem nochmal einen neuen Anschubser geben. Ich finde, so sich auch niemand mehr an diesen Beef erinnert und der Kontext völlig fehlt. Jetzt wird sie wieder sauer und zaubert wieder ihre Bienen. Muss ich jetzt erst die Ads machen, oder? Das ist, glaube ich, scheißegal. Du musst sie einfach machen. Mir fällt das manchmal mit dem Anvisieren so schwer. Ah, sehr gut. Ich weiß gar nicht, warum. Ah, jetzt kommen die Racheboys. Ja, jetzt kommen die Racheboys, die gerade nichts gemacht haben. Und jetzt, ich glaube ehrlich gesagt, dass sie die dicke Nudel einfach auch weghaben wollten. Und keiner hat sich getraut aufzumucken. Und er hat so halbherzig gerade so, oh, sie wird angegriffen. Da muss doch einer jetzt was tun. Oh, schade, hoffentlich erwischt er sie nicht. Oh, mein Schwert ist mir heruntergefallen. Ja, das sind Künstler. So, und für den Künstler ist es ja das Schlimmste eigentlich, zufrieden zu sein. Ja. Sondern du brauchst immer entweder die verflossene Liebe oder die enttäuschte Liebe. Ja, sonst hast du keine Kunst. Niemand kauft meine Gedichte, weil ich sag, ja, wir waren jetzt bei ihren Schwiegereltern und wir waren am See, war ich ein netter Nachmittag. Das ist uninteressante Kunst, liest kein Mensch. Nee, das ist Nein, du willst Leid sagen... Leid ist das Mana des Künstlers. Sehr gut. Und du willst sagen, oh, da kam irgend so ein Fremder in unsere Burg und hat sie umgebracht. Oh, Vorsicht, auch du bist bald umgebracht.
Wenn du nicht acht gibst. Mann, chill mal dein Leben, Mann! Alter! Los! Gib ihm! Wenn du los, den. Na, was willst du von mir? Wenn du die Sau erledigst, dann hab ich ein Item, was. Oh, er droppt ein bisschen Werbung! Was ist es? Oh, ein Spot! Er droppt nur einen einzigen Spot! Mist. Oh, wir haben kein Glück, nur ein Spot. Nur ein Spot gedroppt. Ach, das ist ja interessant. Eine wissenschaftliche Studie sagt, Konsolenspieler seien, Zitat, super dumm. Ach guck, bei mir steht, Achtung Eilmeldung, PC-Spieler stinken. Weißt du, was nicht stinkt? Mein neuer LG OLED. Ach ja, wieso? Oh, ist ein 48-Zoller mit OLED-Technologie für farbigste Farben und schwärzeste Schwarzwerte, ne? Wie schwarz genau? Zappenduster-Schwarz. Das ist das schwärzeste aller Schwarze. Ja, klasse, Cowboy. Aber mein neuer 77-Zöller hat einen Alpha 9 AI-Prozessor der vierten Generation. Der ballert Latenz und Reaktionszeiten wie eine Raubkatze. Hat meine auch. Außerdem perfekte Bildrate, null Tearing dank HDMI 2.1, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync und ALLM für verringerten Input-Lag. Hat er denn auch das gottgleiche Game-Optimizer-Menü für maßgeschneiderte Bildschirm-Settings in jedem Genre? Meine Settings sitzen tight wie Badehose. Dann müssen wir wohl blank ziehen. Aber hallo. Jetzt guck dir das mal an! Mein brandneuer LG OLED 77C1. Bester Fernseher, wo gibt. Perfekt für die Next-Gen-Konsolen. Ich werd bekloppt, ich fass es nicht. Ich hab fast genau den gleichen. Echt? Ja, willst du mal sehen? Jo! Alles klar. Hier der LG OLED 48C1. Perfekt für PC-Gamer. Da sind wir ja quasi Bildschirmbrüder. Nee. Die LG OLED C1-Serie verbindet Gamer weltweit, außer diese beiden Honks. Leichen pflastern seinen Weg, meine Damen und Herren. Florentin Will räumt auf bei Dark Souls 3. Ich bin zum Zuschauen, verdammt. Ich bin wirklich im Prinzip Obi-Wan nach 10 Minuten wird aus der Serie geschrieben, weil er ist einfach nicht mehr notwendig. Oh, hast du die Obi-Wan-Serie auf dem Schirm? Hast du da Bock drauf? Ja. Mal gucken, ob sie gut wird. Ich finde ja, man weiß ja, dass er stirbt und wie er stirbt. Ne? Und das ist immer so ein bisschen so ein. Ja, das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden, wie er stirbt. Wie Obi-Wan Kenobi stirbt, weil er lässt sich töten von Darth Vader, Spoiler, und sagt, wenn du mich tötest, werde ich mächtiger als je zuvor. Ja. Und diese Macht besteht darin, dass er dann am Lagerfeuer lächelnd zuschaut. Ja. Also was ist damit gemeint? Er ist der Teil der Macht. Er fügt sich ein ins Kollektiv der Macht. Aber wie macht ihn das mächtiger? Ja, weil er wahrscheinlich Wirkung, also er ist Wirkung. Er ist jetzt die pure Wirkung. Er ist nicht mehr in einen Leib gezwängt aus Fleisch und Blut, sondern er ist befreit von diesem Leib und ist einfach. Mir wird schwindelig. Ich dachte, ich komme irgendwie ganz dahinter. So. Aber du hast natürlich völlig recht, weil er macht nichts mehr, außer. So, er macht ja nichts mehr. Und ich glaube, das klingt auch eher wie so eine hohle Drohung. Ja. So, ey, Vorsicht, ich. Meine Eltern kommen schnell, so weißt du, wenn du einmal so richtig mobben möchtest und er sagt dann, meine Eltern kommen schnell, dann überlegst du dir. Das ist eine Scheiße. Aussage, meine Eltern kommen schnell? Ja, wenn Leute so sagen, ey, ja, wenn du mich, also die meckern dich dann an, meine Eltern, so. Die kommen schnell. Die lassen nicht. Oh, gleich. Graf Nick, ich kann nicht. Nein! Die Kobolde waren's! Nein, ey, mit diesen Kobolden hast du aber auch irgendwie Schwierigkeiten. Ja, weil ich habe immer das Problem, dass ich, wenn ich den hinteren anvisiere und der vordere nagt an mir, dann weiß ich nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Oh ja, das kenne ich. Das ist eine Überflutung, eine richtige Reizüberflutung, ne? Die Wolfsaktion. Nochmal einmal, um reinzukommen noch. Warte, jetzt zieht gar nicht am Hebel, wenn das Tor aufgeht. Mein Gott, wenn ihr diese Hebelmechanik einbaut in euer Spiel, dann macht's doch konsequent. Und da ist einfach Nils mit seinem Signature-Move den Backstab von hinten einfach rein. Ich
finde schon, man könnte die Tiere zähmen und dass die dann für uns auf die Hetzjagd gehen. Bist du jemand, der immer so die Pet-Klasse nimmt? Spielen? Ja, am liebsten PlayStation-Pad, ehrlich gesagt. Aber ich spiele auch PC. Was war dein schlechtester Tweet? Ich, ehrlich gesagt, glaube ich, hast du den einige. Kopf? Da gibt's einige. Aber, warte, lass mich überlegen, was war mein schlechtester... Wieso bringst du das gerade mit Schlechtigkeit eigentlich in Verbindung? Ja, weil ich ja gerade noch an meinen schlechten Bienen... Ja, aber der war ja super. Der war nicht das super. Das ist sowieso eine... Oh, sorry, ich habe bestimmt wieder eine 4. Und nein, dann kriegst du eine 1 mit einem kleinen Minus. So. Und das ist dann... Und damit beklagst du dich dort gerade bei mir. Das war ein mega guter Tweet. Den haben die Leute noch nicht gecheckt. Aber ist das nicht eine Talkshow, eine Interviewshow? Nils Boomhoff zu Gast und wir reden über deinen Tweet mit den meisten Likes, ja, und über deinen Tweet mit den wenigsten Likes. Ja. Und an den beiden Tweets versuchen wir, die Person Nils Boomhoff zu verstehen. Ich gar nicht so doof, ja, eigentlich. Ja, kann man probieren. Ist vielleicht auch alles ein bisschen überinterpretiert dann. Oh, was ist das? Ja, aber man braucht ja manchmal in so einem Talk so ein Anfangspunkt. Oh, ist das Groot? Das ist so eine Alraune oder Groot, ja. Das ist Groot. Der sitzt einfach auf einem... Also, er hat sich da festgewachsen. Er hat ein gutes Buch gelesen und dann ist er festgewachsen. Oh, ich hätte Bock, mal wieder in so ein richtig großes Universum einzusteigen. Die drei Sonnen. Die drei Sonnen? Ja. So richtig so mit acht Filmen, 20 Büchern und so. Ach so, ja... Oder sowas. Ja, kommt doch an. Was ich immer empfehle, ist... ich hab den Namen vergessen. Cool, okay. Also, ich empfehle mal gern meine Lieblingsserie. ich hätte den Namen vergessen. Leider. Nee, ich sag dir das gleich. Wenn der Herr der Ringe meinst du vielleicht? Nee, aber also, das wird dir... Die Sturmlichtchroniken heißt das. Das wird dir, glaube ich, vielleicht könnte dir das gefallen. Ist es mit Zauberei? Ja, naja, so nicht wirklich Zauberei im klassischen Sinne, aber schon mit übersinnlichen Fähigkeiten. Arcane habe ich jetzt angefangen gerade. Was ist das nochmal? Das ist die Serie von Riot im League of Legends Universum. Auf Netflix. Die! Fand ich eigentlich ganz cool. Ja? Also, obwohl ich das Universum gar nicht kenne, aber hat mir gut gefallen. Ist alles recht solide gemacht eigentlich. Recht? So von der Narrative her. Ist sie so gut, dass es Leute gibt, die ganz überrascht wären, wenn sie erfahren, dass das auf einem Spiel basiert? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Das ist ja für mich immer so ein bisschen der Litmus-Test. Der Litmus-Test? Nee, der, wie sagt man, Lehmbach-Test? Der Lehmann-Test, ja. Der Lehmann-Test? Latmus. Latmus-Test. Das war ein Fässer! Alter, wie geil! Die haben das Öl bewacht! Alter, du hast den perfekten Move rausgefunden. Das Sprengfass gesprengt. Ey, das war jetzt aber Zufall, ehrlich gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, ich schmeiß den in die Gruppe rein. Das war jetzt nicht mal beabsichtigt. Aber das hat mir gut gefallen. Pass auf, ich mache einen geilen Move. Stark. Aber dieses mit aus der Scheide ziehen, den Move haben wir noch nie gemacht. Nee. Damit kennen wir uns nicht aus. Aber den will ich gerne. Oh, Bienen! Ausprobieren die Bienen! Moment, der Boss lebt? Ja, das ist halt kein Megaboss. Au. Das war dumm. Jetzt werde ich fast in die Vermutung geraten. Oh, ich werde. Aber Bienenzauberei ist eigentlich auch spannend, ne? So ein Bienenmagier. Weil du kannst ja aus so einem Bienenschwarm dann auch ganz viele verschiedene Formen machen und so. Oh, sie hat mich in ihre tödliche Umarmung genommen. Aber ich muss mich ein bisschen mehr der Ernsthaftigkeit hingeben. Sie ist halt echt hartnäckig. Ja, Mutterliebe kann manchmal auch kann einen manchmal auch ersticken. Jetzt krapscht sie wieder. Okay, Florentin, ich muss. Ah, die Biene. Ich muss ein bisschen mehr ernsthaft spielen. Ich bin zu sehr im Quatschmodus. Das ist in meinem Skill abträglich. Aber wo du sagst, Bienenmann ist eigentlich lame, eigentlich kann der auch cool sein. Weil wenn der wirklich so... Hab ich das gerade gesagt, dass er lame ist? Du hast gesagt, der ist stocklame, hast du gesagt. Aber wenn der so einen Schwarm Bienen hat und der kann sich zum Beispiel diesen Bienenschwarm zu einer riesigen Faust formen. Ja. Und dann hat er so eine riesige schwarze Faust oder irgendwie so einen Arm und hält dann irgendwie den Gegner fest oder so. Das ist schon, kann schon cool sein. Oder die Bienen legen sich so um ihn rum, wie so eine Rüstung. Oh ja. Ist eigentlich auch cool. Oh, aber weißt du, was Bienen ja auch machen? Wenn Bienen von Hornissen angegriffen werden, dann umschwärmen die alle die Hornisse und
setzen ihre Leiber in Vibration und dadurch wird das... Die wird erhitzt dann, ja, ne? Die wird Hornisse. Das 1-2 Grad wärmer und die Hornisse kocht bei lebendigem Leib und die Bienen können aber ein bisschen mehr Temperatur vertragen als die Hornisse. Und dadurch kochen die Bienen die viel größeren Hornissen. So, das ist deren Verteidigungsstrategie. Das ist so fahren. Und das, wie lange hat es gedauert, um darauf zu kommen? Ja, oder? Dass da mal eine Biene sagt, Freunde, verrückte Idee, aber lass uns unsere Feinde kochen. Und er hat gesagt, ach, hör auf mit deinem Quatsch wieder hier. Aber nee, es hat halt geklappt. Es gab eine Biene. Ich schätze, es war vor allem, das muss sich ja auch dann, wenn mal ein Bienenstock das rausfindet, wie überträgt sich das auf alle anderen Bienenstöcke? Oder sterben dann alle aus und nur der eine Bienenstock überlebt und erzeugt dann wieder alle anderen Bienenstöcke in der nächsten Generation? Ja, so war es. Da gab es dann so einen Druckmoment, wo dann die Hornissen einfach alle Bienen weggefressen haben und dann gab es aber diesen einen Bienenstock, wie die Gallier bei Asterix. Die haben halt durch irgendeine Mutation dieses Verhalten entwickelt. Wahnsinn. Und dann haben die sich ausgebreitet. Ja, und die waren früher auch nicht schwarz-gelb, die Bienen. Das war halt nur, weil diese Urbienen... Warte mal, wo hast du die Seelen nochmal verloren? Bei den Knoblauch-Kobolden. Ja, genau, die waren hier, ne? Ja, da hoch. Aber wenn man so viele Fläschchen hat, dann stirbt man ja auch nicht mehr, oder? Nö, also ich habe jetzt natürlich auch nicht wirklich aufgepasst, aber... Also dann hat man eine hohe Chance. Ja, obwohl, je mehr Fläschchen man hat, desto weiter ist die Distanz, bis man den Seelenkorpus hat. Und dann wird es wieder schwieriger, ne? Es ist ein kniffliges Spiel. Ja. Kniffliges Spiel. Oh, jetzt haben wir richtig viele Seelen. Pass auf die Knoblauch-Kobolde! Lass dich nicht von denen in die Ecke treiben. Nielsen! Nils! Oh! Das ist nicht dein Ernst! Ja, aber ich hab Doppelknoblauch? Aber mach mal weiter. Ich hab mir die Seelen eingesammelt. Das ist ja das Allerwichtigste. Diese fucking Knoblauch-Kobolde haben jetzt 2 Kills bekommen, oder was? Ich wusste ja, dass sie da sind. Aber hattest du mehr Angst, weil du wusstest, dass ich... Ja, weil du hast sie nicht ernst genommen, weil du dachtest... Exakt. Weil ich habe durch Unnachsichtigkeit bin ich gestorben, dachtest du. Und du hast sie deswegen unterschätzt und das war dein Untergang. Ja, das war wirklich so. Aber ich rushte jetzt durch und hol uns die Seelen zurück. Ich mach das jetzt. Jetzt ist der Klassiker. Ungeduld ist jetzt. Ja, Ungeduld, aktiviert. Frust und zu viele Ideen für Superhelden im Kopf. Ja. Das ist oft eine ganz ungünstige. Apropos Superhelden, worauf ich hinaus wollte, ist ja eigentlich, wenn der Bienenmann dann seinem Bienenschwarm sagt, er soll einen Feind also nicht stechen, dann sterben die ja dabei, sondern einfach den bedecken und in Vibration versetzen. Oder kochen, ja. Ist halt aber nicht gut gegen Hühnchenmann. Weil der dann einfach zu so einem knusprigen Hühnchen wird und aber dann mächtiger wird. Ja, der wird das ist mutiert quasi. Das heißt, sie müssen eigentlich verbünden und dann sagen, koch mich, Bienenmann. Und dann wird der gekocht und dann ist so ein schönes knuspriges Brathähnchen und stärker. Es gibt auf jeden Fall so eine Liga, so eine Superheldenliga, wo die zusammen in einem Team sind. Und dann, wenn wirklich ein Bösewicht kommt, nicht irgend so eine Straßenräuber, sondern wirklich so ein anderer Bösewicht. Dann müssen die ihre Kräfte kombinieren mit Kebabmann. Ja. Der muss dann irgendwie auch nochmal durchgebraten werden. Und er zieht dann aus sich selbst diesen Spieß raus. Ja. Und das ist dann seine ultimative Waffe für Kebabmann. Guck mal, das war geil. Geil. Das macht immer wieder Laune. Kann ich das mit den anderen auch machen? Aber pass auf die Bienenoma, ne? Was ist das da? Ist das Schnaps? Oder was ist das, was da gelagert wird? Das sind Schnapsfässer. Man fragt sich eh, ne? Woher kommen immer diese Explosionsfässer? Warum stehen die da überall rum? Also ist es doch gefährlich so. Man sollte doch eigentlich denken, okay, ich mach da nicht mit. So. Irgendwer muss doch die Stimme der Vernunft sein, der sagt so, nee, das macht jetzt auch echt. Ich glaube auch, wenn ich in so einem Gefolge von so einem Bösewicht wäre und der sagt, hier, Bomhoff, bewachen Sie mal die Sprengfässer. Ich sage, na, ich bin krank heute. Oh, jetzt will die jetzt. Was zaubert sie? Oh, es ist ein Bienenschwarm. Da ist sie wieder. Die hat auch so einen richtigen Panzer. Nee, das ist einfach nur ein Tuch. Die hat ein Kleid aus Kettenhemd. Oder wölbt sich das, weil sie da so ihre Fettringe hat? Oder ist das wirklich so eine Art. Gab es das so ein Kleid wie ein Kettenhemd? Ich glaube nicht. Ja. So ganz lang? So als Mode? Da. Da, guck mal, das ist doch ein Panzer. Ja, ja, das ist so Kettenhemd. Krass, ey. Das hat sie sich schmieden lassen. Und da vor allem die Bauchmuskeln, die sieht ja einfach, oder was ist das?
Hat ja, das kann so, schon sein, wie so ein griechischer... Hat die sich da einfach Bauchmuskeln... Du, nach griechischem Vorbild, ne? So. Ja, aber das ist doch absurd, dass man da die Bauchmuskeln sieht. Also sind wir uns doch schon einig, oder? Ja, ist das Körperideal aus der Zeit, du. Ich würde da nicht so über fremde Kulturen... Na, überhaupt nicht. Ich frage mich nur, warum... Also man kann doch nicht beides haben. Man kann doch nicht diese prächtige Leibesfülle besitzen und dann noch erwarten, dass die Bauchmuskeln sich... Du, ich kaufe mir lieber einen Panzer mit Bauchmuskeln drauf, als irgendwie monatelang in Disney... Wie sagt man? Sportstudio zu gehen. Disney Sportstudio, ja. Gabelmann! Gardemann. Das ist Twittermann einfach, schön mit der Spießgabel in der Hand. Aber wo kann der denn noch her? Bereit zu spießen. Der hat sich einfach die ganze Zeit versteckt. Es gibt immer diesen einen Feigling. Ich hoffe, im nächsten Level gibt es so richtig große Pommes, die er so richtig aufstechen kann. Ach, deswegen die Gabel. Jetzt haben wir es nicht kombiniert. Oh, Sprungkick. Nice. Okay. Larbo Pauslin kann es einfach. Er hat es einfach drauf. Guck mal, jetzt mache ich einen super Speedangriff. So, jetzt aber nicht den Dreifachtod an den Knoblauchkobolden, bitte. Das wäre mir sehr unangenehm. Aber die sind aber auch dreist, die Typen. Stark, gut. Ist dir eines runtergefallen? Oh, Nils. Ja, aber der genial, du hast sie so verwirrt. Weißt du was, der glaube ich, der kommt von hinten wahrscheinlich. Oder oh, der umgeht dich. Der kommt wahrscheinlich jetzt zurückgetrabt. Oder ist du hast sie so durcheinander gebracht, dass der eine aus Versehen durchs Loch gefallen ist und du hast sie getrennt. Also taktisch brillant. Ja, das war wirklich. Mein. Man muss Armeen aufspalten. Ja. Das ist ja immer der größte Fehler. Ja, seine Armeen aufzuspalten. Und jetzt lauert er wahrscheinlich hier unten, oder? Oh, hier lauern auf jeden Fall. Irgendwas lauert hier noch. Guck mal, da ist eine Kiste in der Luft. Ah, nee, doch nicht. Guck mal, so, wenn man so guckt. Sieht das aus, als wenn da hinten eine Kiste steht? Ja, stimmt. Hä? Das ist ja aber da, wenn man... Aber das ist nicht auf der Ebene von deinem Zaun. Doch. Hä? Aber das ist doch wirklich... Luft. Das sieht wirklich aus wie eine Kiste. Für so kleine... Da ist auch noch eine. Mehr, das ist ja unheimlich. Achso, warte mal, ich glaube, ich muss hier wahrscheinlich durch das Loch, ne? Aber jetzt wartet hier wahrscheinlich dieser Typ von... Oh, warte. Rotaugen-Ronny! Rotaugen-Ronny, warte mal. Oh, oh, ey, der sieht aber richtig ekelhaft aus. Oh, diese Haken sind auch immer so ekelhaft. Ja, Waffen. Ja. Diese Sicheln, ne? So diese Miraculix-Sichel. Okay, den haben wir. Was ist hier mit diesen Heinis? Okay. Da lieber mal rein. Eieiei. Okay. Da geht's raus. Und ey, wir haben richtig viel Seelen, ne? Wir haben 7058 Seelen. Okay. Den kann man anwählen. Also kann man ihn auch töten. Was man anwählen kann, kann man auch töten. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ey, er hat sich wirklich... Er hat gewartet. Wirklich versteckt hier hinter der Ecke. Ey, die sind so schlau. Die sind so schlau. Aber auch hinterfotzig. Natürlich bin ich von der falschen Seite gekommen. Oh, es ist dunkel hier. Das ist der Weinkeller. Hier laufe ich jetzt übrigens immer durch die Gegend und drücke immer den Knopf rein. Weil. Oh. Oh, ein Item. Wo ist es? Weil ich dann automatisch, wenn hier einer ist, wählt er den an, ne? Weißt du, was ich meine? Ah, weil es ist sehr dunkel hier. Und wenn jetzt hier irgendwas ist, dann. Da zum Beispiel. Den hat er automatisch angewählt. Ist das eigentlich ein Horrorspiel? Alter, was ist das denn? Der wehrt sich irgendwie. Der lässt ihn. Aber das ist ein cooles Gegnerdesign, die da zusammen in dem Käfig sind. Aber die sind auch echt klein da. Sind das Kinder? Das ist sehr fürchterlich. Boah, aber Mittelalter ist auch so ein Schwachsinn, oder? Mit diesen Käfigen und diesen ganzen Foltermethoden. Ja. Ich meine, wie viel ist davon Fantasie und wie viel echt? Aber ich glaube, es war echt keine geile Zeit. Ich glaube, die haben damals auch gesagt, Leute, das ist doch scheiße, oder? Dieses ewige Foltern und Pest, lass es mal bitte jetzt irgendwie einfach vorspulen. Weißt du, wie Heinrich, also der berühmte, ich verwechsel immer, der wievielte Heinrich, aber dieser schlimme Heinrich, der so viele Ehefrauen umgemurkst hat, der hat eine beliebte, also bei ihm beliebte Methode gehabt, Leute, die er nicht mochte, umzubringen. Und zwar hat er die hingelegt und dann so ein Brett so auf die rauf und hat das peu à peu das Gewicht erhöht, sodass sie ganz langsam, ganz, ganz langsam zerquetscht wurden. Ganz langsam. Oh, das ist ja furchtbar. Und jetzt überleg mal, du bist ein Typ,
der sich sowas ausdenkt. Nicht nur, dass er sich sowas ausdenkt, oh, jetzt bin ich wieder hier, sondern der hat auch Freude daran. Wobei, ich mochte diesen einen römischen Kaiser, zu dem irgend so ein Ingenieur, so ein Start-up-Typ gekommen ist. Der meinte so, alter Kaiser, ich habe eine richtig geile Foltermethode für dich. Mir ist eine richtig geile Foltermethode eingefallen und ich habe hier so einen Prototypen gebaut. Und dann hat der gesagt, ja, finde ich gut, der Erste, der damit umgebracht wird, bist du. Ja, kenne ich die Geschichte. Das aber ist auch schon. Aber dann nie verwendet. Also zu sagen so, eigentlich sind die Leute verantwortlich, die sich den Scheiß ausdenken. Finde ich richtig gut. Die müssen weg und dann haben wir eine bessere Welt. Ja, ist doch eine kluge Entscheidung. Der genau. Ich bin noch zurückgegangen und im Flug hat die noch mehr. Ja, der hat die Ballistik, die Flugbahn berechnet. So, die sind schlau. Ich mach mal wieder so einen Snack rein. Dass da nicht mal Product Placement auch mal ernst genommen wird, oder? Ja. Da könnte man doch einfach sagen, anstatt Estus Flask einfach Bounty. Ja, oder halt was zum Trinken, ne? Was ist also? Ja, oder einfach irgendwie so ein Dr. Pepper oder sowas. Sowas halt, ne? Und dann einfach fünf Dosen Dr. Pepper, heilen dich und dann ist einfach direkt Product Placement. Ja. So, die Hälfte der Entwicklungskosten kannst du durch Werbung reinholen. Warum machen die Leute das? Ah! Aber da sieht man mal, wie du denkst, du bist halt ein Geschäftsmann einfach, ne? Absolut. Und das sind halt einfach brotlose Künstler, die einfach irgendein Werk erschaffen wollen und sich Dr. weigern. Pepper. Köstlich. Und das sagt er dann auch jedes Mal. Ah, jetzt auch in Leid. Oh, machst du gleich Mittagspause? Ja. Isst du schön was? Oh, da ist er! Hast du gesehen? Der ist vom... Alter, die sind krass. Und der hat ein Megaschwert, das kann er doch gar nicht tragen. Guck mal, der ist viel zu schwach. Siehst du das? Der kann das kaum hochheben. Oh, das ist sogar so geschwungen. Boah, der kann ja richtig was ab. Alter, das ist so ein großer. Zieh den mal an, was der... Was, der ist auch so deformiert. Irgendwie. Das Schwert ist gut, das bräuchten wir auch so eins. Ja, wir können es nicht aus seinen kalten Klauen reißen, leider. Noch mehr? Er ist sicher gedroppt von der... Leider, für ihn leider ein bisschen zu früh. Das ist eine gute Tür. Oh, Bosskampf! Endboss! Rabenboss! Rabenboss. Nee, kein Endboss. Aber wir können irgendwann mal wieder nach Hause. Oh, was ist das denn? Oh! Guck mal! Guck mal hier, da hast du gesehen! Ja, ja. Da oben ist er! Traut sich nicht darunter. Es wäre natürlich Zeit für Pfeil und Bogen. Aber kommt man da irgendwie hoch? Wir haben extra 73 Pfeile gekauft. Ja. Die schleppen jetzt die ganze Zeit mit uns rum. Komm, ich muss. Na gut, ich hau einfach mal. Ich mach mal ein paar Meter. Der muss ja irgendwann einsehen, dass das so nichts wird. Und dann kommt er runter, oder? Nee. Oh, hier, warte. Oh, das sind doch wieder so Explosivfässer, oder? Oh ja, und das gibt's ja nicht. Wer hat geworfen? Er da oben? Oh, au. Okay. Die da oben! Da oben stehen sie! Ja, okay, da sollte ich mich natürlich jetzt möglichst nicht in den Fässern... Alter Schwede! Wer bist du? Oh, der hat so einen Pecheimer. Alter. Dieses Gegnerdesign ist echt verrückt. Da musst du wirklich überlegen, design mal bitte 200 verschiedene Zombies. Alter, der ist aber schnell. Der hat da so einen Topf Chili mitgebracht. Der ist wahrscheinlich auch super wütend gewesen, einfach. Was hat ihn so wütend gemacht? Ja, der hat die ganze Nacht gekocht und du kommst jetzt ins Büro rein und du haust ihm den Chili-Topf aus den Händen. Da wäre ich auch. Also, er hat doch zuerst gehauen. Naja, du bist schon sehr aggressiv auf ihn losgegangen. Du bist ja mit einem Schwert in der Hand aufgetaucht bei ihm zu Hause. Ja, gut. Was ist mit euch? Wir haben Kopfschmerzen, das verstehe ich. So, was ist hier mit Bonfire? Ich habe sehr viel Seelen. Wir können die mal nach. Oder ist. Was ist das? Ist das so eine Hexe? Nee, das ist. Das ist ein Dunkel. Das ist doch. Ich glaube, das ist nochmal so eine Bienenfrau. Sabine. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das war dein bester Tweet. Ja, das war mein bester. Ohne Kontext natürlich ein bisschen schwer zu verstehen. Ja, aber das kann man immer sagen. Wenn Leute nicht lachen, ja, sorry, ich glaube, du verstehst den Kontext nicht. Die Schuld direkt umlenken, das ist... Okay. Wo gehe ich jetzt lang? Da ist nochmal so eine... Ich habe auch nur einen Flakon. Und da geht's hoch. Oh, das ist ein dickes Tor.
Das ist Boss. Endboss. Ich hab zu viele Seelen. Ich will jetzt irgendwo hin. 8000 Seelen. Das sind auf jeden Fall 3 Level. Ich möchte drei? Ja. Boah, das ist oh nein, Alter, dreimal Glück, das ist schon krass. Oh nein, da kommen sie wieder. Ah, sie ist runtergefallen. Direkt abgehauen, kein Bock mehr. Das ist mein Moment, meine Gelegenheit. Oh, komm her. So, jetzt will sie wieder feurig nach mir greifen. Stark! Die wirkt auch straight aus der Geisterbahn, irgendwie, die Alte, oder? Wirklich. Alter! Hast du es gesehen, wie schnell die aufgestanden ist und mir einen gegeben hat? Ey, was es eigentlich gegen müsste, ist so eine soziale Geisterbahn. So, wo du so drin sitzt und dann sitzt du so im Ruheabteil neben einem Typen, der sau laut ist. Und dann gehst du in den nächsten Raum und du musst beim Amt irgendwie warten. Und der vor dir hat nichts sich überlegt, hat nicht keine Dokumente dabei und du musst ewig das warten. Ewig. Und einfach alles so Real-Life-Achterbahn, der Geisterbahn. Oder auch so Leute, die einen die ganze Zeit in Smalltalk ja, genau, stellen, furchtbar. Oder? Oh, wirklich, wenn dann so ein Kollege sagt so, oh, ich wusste gar nicht, dass du aus derselben Stadt kommst wie ich, wir können ja gemeinsam pendeln in meinem Auto. Oh Gott. Oh, oh Gott, oh Gott. Ich kündige sofort. Oh Gott, oh kündige Gott. Sofort. Oder so mit einem Kollegen zusammen dann noch in der U-Bahn nach Hause fahren. Ja, oder auch generell, wenn man irgendwo hinreist, so eine 4 Stunden Zugreise. Ja. Und dann so, wir können ja nebeneinander sitzen, einfach 4 Stunden. Und man will ja eigentlich, man will ja, also entweder schlafen oder Fernsehen gucken. Ja. Aber man will ja nicht 4 Stunden mit jemandem Smalltalk machen. Ich saß letztens mit einem Rentner im Abteil und der hat irgendwann einem Schaffner einen Edelstein geschenkt. Was? Der sagt so, oh ja, sie sind so nett. Weil ich habe den die ganze Zeit ignoriert. Und er meinte so, oh ja, sie sind so nett, ich schenke ihnen Edelstein. Und er hatte so eine Schatulle. Da dachte ich mir, holy crap, Alter. Und dann kam bei mir natürlich wieder der Reflex, Rentner auszunutzen. Ja, natürlich. Und dann war ich natürlich auch nett und lieb und habe ihn dann gefragt und unterhalten über seine Kinder. Ja. Und am Ende hat er dann gesagt, ach, wissen Sie was? Ich schenke Ihnen auch einen Edelstein. Holt er die Schatulle raus, gibt mir einen Stein. Und das war das halt wie so ein Kinderedelstein, so einfach so ein blauer Stein. Ah, das ist ja einfach komplett unfassbar. Wertlos. Und ich dachte, wenn der jetzt ja wirklich einfach irgendwie so ein Rubin gibt, irgendwie so. Ey, aber was eine miese Masche von dem alten Rentner. Ja, das kann sein. Vielleicht ist es die weiß Masche. Genau, die Leute reden nur mit ihm, weil er der Edelsteinmann ist. Und die sind völlig wertlos. Und er kriegt sein Gespräch. Also aber ich glaube, das ist auch eine Faszination, die Rentner gerne ausstrahlen. Also ich glaube, ich mache das auch als Rentner, weil man weiß nicht, vielleicht ist der wirklich stinkreich. Und wenn ja, er sagt, ach wissen Sie was, ich gebe Ihnen Edelstein und greife in die Tasche. Keiner sagt, nee, passt schon. Sondern alle sagen, ja weiter. Könnte, ich halte es für möglich. Es kann ja wirklich sein. Oh, Rattenschwein. Rattenschwein. Schweineratte. Oh, die hat auch richtig ein, oh, Blutwiss-Ring. Oh, ist das ein Lifestyle-Ring? Was? Gibt's sowas wie Lifestyle, dass man, wenn man Schaden macht, Lifestyle-Ring gibt, ja. Wenn man Schaden macht, Lebenspunkte regeneriert? Die werden uns doch diesen Ring sofort ans Revers heften. Erhöht Blutungsresistenz. Ah, okay. Ja, ist jetzt leider kein Lifestyle, aber dadurch, das ist halt gut. Das ist halt dieser rote Balken. Und diese Art von Blutungsschaden machen wir jetzt auch mit unserem Katana, oder wie? Ich glaube, ja. Genau. Ja. Ob das schon jemals geklappt hat, dass der Gegner genug hatte, um das um den Effekt zu spüren? Also ich kann mir vorstellen, bei einem Endboss, wo du halt wirklich viele Schläge anbringst, ist das schon echt gut. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier kann ich auch machen. Weil man immer das Schild ein bisschen hochhalten. In so dunklen Ecken. Und immer die R-Taste. Hier drücke ich wirklich die ganze Zeit die R-Taste rein, damit mich nichts überraschen kann. Hörst du das Geklicke? Ja, ich höre es. Ich hoffe, das Material hält das aus. Ja, muss es. Das erwarte ich. Oh, da kommt wieder so ein Riese. Ah, das ist wieder der Chili-Mann. Hier, ja. Bofi! Ein schönes Bofi! Nice! Geil, jetzt fliegen wir mal nach Hause. Oh, das passt perfekt. Wollen wir 2 Glück, einmal Konstitution? Oder wie hast du es dir vorgestellt? Warum nicht 3 Glück direkt? Ich finde, das hat es total gebracht. Glück, ne? Ich meine, dieser eine Punkt, den wir geskillt haben, der hat mein Leben verändert. Also, dann also das hat wirklich echt eine Menge. Ich muss sagen, also ich finde tatsächlich, dass wir eigentlich nur noch Glück skillen sollten. Weil, kennst du noch Gustav Ganz? Oh ja. Hat der jemals Probleme gehabt? Nee, nie. Und ich glaube, wir können die Waffe auch nochmal upgraden lassen. Wir haben wieder so eine Platte bekommen. Ah, aber ja, ich guck gleich mal, ob das. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige war. So.
Willst du wirklich nochmal Glück? Nee, komm. Gut. Einmal reicht. Dann, einmal pro Folge reicht. Guck mal, jetzt können wir drei Level tatsächlich. Das ist nicht schlecht. So Vitalität, Geschicklichkeit. Sehr gut. Geil. Und jetzt haben wir noch was übrig. Jetzt gucken wir mal beim Schmied, ob wir die Waffe... Ich glaube, wir haben nicht genug Scherben. Ich glaube, wir haben nicht die richtige bekommen. Wir brauchen so eine waschstande kleine Dingsscherbe. Oh doch, wir haben eine bekommen. Du hast recht. Planet hier nicht. Ja, geil, guck mal. Achso, erstmal gucken wir hier, wie. Guck mal, 138 plus 22. 160, das ist eine Menge. 160 Schaden machen wir jetzt pro Schlag. Und danach, guck mal, Alter, ey. Die wird immer mächtiger. Jetzt brauchen wir 6 kleine Titanitscherben. Boah, geil. Pretty, be careful. I don't want to see my work squandered. Die Frage. Mann, das ist er doch. Da ist er, genau. Guck mal, das ist der, den wir befreit hatten. Oh, hello, you're back. I'm in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Ich meine, er ist ja jetzt unter Freunden. Er könnte eigentlich auch seine Maske hier mal abnehmen, ne? Mhm. Aber will er nicht. Knochen von Loretta hergeben. War das die... Ach, Moment, nee. Wir sollten doch den Ring irgendwo hinbringen. Ja, ne? Und jetzt ist sie tot. Ja, das ist die doch. Oh, nein. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised, though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As... well... a little trinket of thanks, I suppose. Ja, okay. Aber ey, was hatten die denn bitte für ein Verhältnis, wenn er regelrecht erleichtert? Das muss ein toxisches Verhältnis gewesen sein. Ja, naja. Vielleicht hat sie ihn gezwungen. Manchmal will man auch loslassen, neu anfangen. Ich meine, der junge Herr hat eine große Zukunft vor sich. Ich glaube, das sehen wir alle. Vielleicht muss man da alte Lasten auch immer abwerfen. Wir haben ein bisschen Geld noch. Haben wir eigentlich irgendwas Geiles noch bekommen? Das Schild ist, glaube ich, ganz gut, ne? 100, ja, das ist doch ganz gut. Aber wie sieht's denn hier aus? 67, ja, okay. Das ist alles schlechter. Manchmal kriegt man ja was und vergisst einfach nachzugucken. Alles das Gleiche. Ne, da ist nichts Neues hinzugekommen. Und da haben wir immer noch die Rüstung des Deserteurs. Ja, doch, das ist noch das Beste. Okay, dann könnten wir irgendwie noch was kaufen von den 1500 Mark oder wir nehmen die einfach mit und sparen sie. Und jetzt würde ich vorschlagen, du spielst jetzt weiter. Weil ich habe jetzt echt, weil ich ja sehr gut gespielt habe. Ja, du warst sehr gut. Nicht erneut gestorben. Ich war ja aber auch einmal tot. Und da hast du wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich jetzt so lange lebe, als du mir das Pad überlassen hast und gesagt hast, ganz generös gesagt hast, mach mal noch eine Runde. Hierhin? Brücke. Ja. Das war das Letzte. Okay. Langspitzschild. Ja, genau, da war das. Untotensiedlung. Warte mal, von da? Da kamen wir raus. Da waren diese Ratten. Und der Rentner mit den Juwelen. Ach ja, genau, der Chili-Meister. Ich finde, es ist eh eine ganz gute Idee, sich mit Älteren einfach anzufreunden, in der Hoffnung, dass irgendjemand reich ist und ja, keine Erben hat und dann sagt so, oh, der wird jetzt mein Alleinerbe. Und dann kriegt man so einen Anruf von einem Notar und weiß erstmal gar nicht, worum es geht. Und dann sagt er, ja, die sind jetzt Millionär. Glückwunsch. Ich glaube, das ist, die Chance ist höher, als Lotto zu spielen. Oh, wieder Titanitscherbe. Ja, so ja, muss das doch sein. Ich glaube, wenn du da an einem so einen Titel entwickelt hast, dann brauchst du da auch erstmal Urlaub, oder? Den ganzen Tag Tod und Leid, ja, und Folter. Dann machst du danach nochmal irgendwie so Stardew Valley oder was? Ja, danach brauchst du auf jeden Fall. Alright. Ah. Oh, jetzt verstehe ich, was hier passiert.
Aha, jetzt habe ich verstanden, was hier geschieht, was mit mir vorgeht. Aha, jetzt langsam. Halt mal, genau. Also ich muss hier einfach schnell durch, oder wie? Ja, gib ihm. Ah, das ist natürlich... Okay, ich meine, die Pfeile geben so einen subtilen Hinweis, ne? Die da überall stehen. Alter Schwede. Ja, Leute. Oh, Rotaugen, Johnny. Vorsicht. Es sieht jetzt auch nicht so aus, als könnte ich da was dagegen machen. Aufs. Au. Du machst nochmal. Aber muss ich da dieses Katapult irgendwie ausschalten davor oder muss ich es einfach ertragen? Ja, ich glaube, das musst du ertragen. Man kann den Verursacher, meine ich, besänftigen später oder ausschalten oder irgendwas. Aber ich glaube, für den Moment. Mit einem beherzten Chill mal dein Leben. Chill mal dein Leben. Kann man den auch wieder zur Ruhe bringen. Den kannst du wahrscheinlich von hinten bremsen. Ah, nee, er ist sehr aufmerksam. Er hat schon so ein Holzbrett auf dem Rücken, weil er wurde schon häufiger von hinten. Ja, ja, klar, wenn du in der. Und irgendwann hat er sich gesagt, ey, weißt du was, ich binde mir jetzt so ein altes Bügelbrett hier hinten auf dem Rücken. Das passiert mir nicht nochmal. Von wo kommen die denn? Da. Hast du die Wolke gerade gesehen? Da oben, an dem Turm? Da war doch gerade so eine. Wo die Raben von dem sind. Turm? Da. Ja, ja, da wo die Raben sind. Ja, leider, ich sehe gar nichts. Au. Du machst nochmal, mach mal weiter. Also, das ist jetzt. Also, dagegen kann man nichts machen. Also, einfach schnell durch, in Bewegung bleiben. Ja, würde ich so sagen. In Bewegung bleiben ist gut. Ich meine, es ist ein Pfeil, der ist ungefähr so groß wie du selbst. Ich weiß nicht, ob er noch leichte Sprengkraft vorne auch montiert hat. Au. Ich finde, das ist übrigens auch eine sehr unangenehme Vorstellung, mit so einer Waffe einen von Latz zu kriegen. Mit so einem alten Säge. Ja. Ja, man muss natürlich gucken, wie viele Gegner man hier besiegen muss oder wie viele man von diesen Bolzen einfach zerstören kann. Ich meine, du hörst ja, wenn der schießt, ne? Nee, ich weiß nicht. Oh, geil. Versuch mal, achte mal auf den Sound. Jetzt. Hast du gehört? Oder bilde ich mir das ein? Jetzt. Ja, kurz bevor er kommt. Dann kannst du einfach rollen. Jetzt. Einfach da, wo ich dann vor ein paar Sekunden war. Ja. Jetzt. Oh ja. Jetzt. Die zielen aber auch auf die Gegner, glaube ich. Ja, der mag niemanden. Das finde ich auch fair. Vorsicht. Aber man hört's, ne? Also. Ja. Aber noch einen gekriegt. Du musst die Seele wegdrücken, sonst hast du also deinen Loot wegdrücken. Ich weiß nicht wie. Mit A. Aber das einmal noch, einmal. Ja, nein, du machst jetzt erstmal noch. Das war ja eigentlich mega geil. Am Ende halt, aber so grundsätzlich. Alter Schwede. Au. 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 Ja, die mit ihrem Schwingshit, dass sie da irgendwie die ganze Zeit so hin und her schwingen. Ich bin einfach ungeduldig bei dem, weil der interessiert mich auch nicht. Deswegen kostet der auch immer dann. Das ist immer das Dark Souls-Ding, Florentin. Dass man die Gegner irgendwann nicht mehr ernst nimmt und denkt so, ich war jetzt schon dreimal bei dem, kein Bock mehr.
Und das ist der Anfang vom Ende. Aber das ist auch schon ganz geil. Ich kann ja gar nichts machen, ey. Was ist, wenn man runterfällt? Wo sind dann die Seelen? Die bleiben auf der, der Klippe, Kante, ne? Da, ja, ja. Ja, du musst echt drauf achten. Immer wenn das. Wenn das Geräusch kommt, musst du weg. Jetzt hast du ihn ernst genommen. Okay. Spitz die Ohren. Ich weiß ja nicht, wo der immer hinzielt. Ja, auf irgendwas, was sich bewegt, ne? Ich hab mich doch jetzt gedreht, aber ich hab einfach den schönen reinbekommen. Mach du noch einmal. Mach du noch einmal. Ich glaube, ich brauche deine Führung. Okay, ich will mir das einmal angucken, wie ein Meister das macht. Okay, ich werde jetzt. Weil ich glaube, du hast die besseren Ohren. Ja. Da wir müssen halt echt bei uns die Körperteile aufteilen. Ja. Okay, was willst du haben? Dass wir wirklich bei jedem Körperteil wissen, wer hat das beste Organ. Welches willst du? Du kriegst definitiv die Augen, die Ohren, dann würde ich mal die Nase übernehmen. Ja, eine gute Nase. Ich bin auch nicht so gut in Nase, tatsächlich. Ach, geblockt gibt auch Blutungsschaden? What? Verrückte Welt. Alter, Ey, jetzt war ich aber auch sauer, weil der konnte gerade 8 Mal hintereinander hauen. Ja. Und dann fing er noch an mit diesem, Hacken auf dem Boden, oder was? Ja, da war ich auch pisst gerade. Das war jetzt echt unnötig. Du darfst dich nicht von deinen Emotionen leiten lassen. Ja, du hast recht, Mann. Das kommt nicht wieder vor. Das sind alles Bits und Bytes. So. Arbeit für mich, Freund, Unbekannter. Den holst du jetzt, die beiden holst du dir jetzt aber auch noch. So, den holst du dir auch noch, muss ich da nicht rein. Komm, die bewegen sich doch, hol sie dir. Ah, guck mal, wie der aufräumt. Hab ich sie aus ihrem Versteck geholt? Sehr präziser Schütze da am Berg. Ist der Entfernung, das ist schon beeindruckend. Ja, was? Durch den Torbogen durch? Gut, ja, der Winkel ist ganz merkwürdig. Ja. Keine Ahnung, wo diese Bolzen herkommen. Aber der schießt den ganzen Tag auf diese Stelle und hat da auch Spaß dran, glaube ich. Was? Hier. Alter, ey. Hey, Alter. Okay. Ich dachte, ich bin hier irgendwo mal in Sicherheit. Aber Pustekuchen. Oh! Was war das? Irgendwas ist. Oh, der Knoblauchmeister wieder. Ich sollte mal das Item ignorieren. Da geht's. Nee, geht's da weiter? Ja, nach rechts, glaube ich, kann man da noch. Aber das ist natürlich gefährlich.
Shit, warte mal. Komm ich da rüber? Nee. Frage ist, wo geht das Level? Guck mal, da muss ich erstmal noch rein. Au. Au. Versagen, Buddy. Au. Au. Ey! Keine Flakons mehr. Auf. Oh, der Rucks! Oh, der Augenhari! Zack! Schön. Der ist ganz schön schnell. Oh, das kann Nils einfach wie kein Zweiter. Es ist jedes Mal ein Gaumenschmaus. Ein Gaumenschmaus. Aber es ist auch vor allen Dingen immer noch gefährlich hier. Ich bin gleich tot. Warte, jetzt bin ich hier. Ich habe sogar ein Item gesehen. Da, wie komme ich denn da hin? Kann ich da rüberspringen? Das ist der schwerste Sprung der Videospielgeschichte. Wir erinnern uns an Mario, da war Springen A. Und hier ist es aus dem Sprint mit B heraus nach vorne drücken. Ernsthafte Frage, kann ich da rauf springen? Oh, guck mal, da geht's weiter. Oh Gott, aber ich guck mich mal an. Ich bin eigentlich im Grunde genommen... Ach, diese blauen Linien bedeuten, dass du stark angeschlagen bist? Nee, weil dass ich keine Health-Balken mehr habe. Ja. Okay, ich glaube, ich komme da nicht rauf. Das muss irgendwie anders gehen. Wir gucken erstmal, wir merken uns das hier nochmal. Ich muss ja irgendwie. Schießt der noch von hier auf mich? Nee. Oh Gott, ey. Ein Fehler. Einmal stolpern nur. Und das war's. Hier sind zumindest schöne Blumen. Ja. Jetzt wieder ein bisschen Friede und Natur eingekehrt hier. Das ist doch herrlich. Das ist mir wichtig. Oh Gott. Endboss! Nein, da ist wieder nur eine Bienenkönigin. Ist das ein Shortcut? Warte mal. Da hinten, ist das der Eingang, wo wir waren? Nee. Doch. Guck mal, da hinten, das ist der... Ja, das kann sein, ja, die Bäume. Oh, jetzt war wieder Bienenangriff. Oh nein, die kommt, will sie hier tatsächlich reinkommen? Die will hier nicht rein, sie darf hier doch gar nicht rein. Hier steht doch ein Schild, Hexen verboten. Bienen. Soll ich mal versuchen? Einfach kack 3. Oh, nee, das schaffe ich nie mehr gegen die 3. Ich habe kein Leben mehr. Jetzt gucken wir erstmal, was hier auf der anderen Seite ist. Eventuell haben wir hier den Shortcut freigelegt. Das riecht nach Endboss hier. Okay, ey. Ich bin einfach so gut wie tot. Wir können den Homeworld-Bodenknochen machen, weil die Dings ist eh vorbei, die Sendung. Dann machen wir folgendes. Ach, das ist so ein Fluchtseil, oder was? Ja. Damit gehst du nach Hause. Wir machen das. Der Heimatknochen. Ach, den hier, so. Homeward Bone, benutzen wir zum Feuerbandschrein. Genau, da können wir nämlich ein Level machen. Und das nächste Mal. Puh, geht's sind wir dann gut da vorbereitet. Weiter. Und dann geht's gegen die Bienenkönigin und vielleicht einen Boss. Und es kann sein, dass diese große Tür gerade ein Shortcut war. Sodass wir von dem anderen Bonfire nicht über den Friedhof, sondern so rum und dann da rein. Das heißt, dass wir zumindest noch was erreicht haben. Einiges geschafft heute, würde ich sagen, oder? Ja, wir haben schon ein bisschen was geschafft, würde ich auch sagen. Ich würde es nicht. Wir haben Boss gelegt. Du hast einen Boss gelegt ganz am Anfang. Also ist auf jeden Fall eine Boss-Leg-Folge. Ist das selten? Ja. Wirklich? Weiß ich nicht. Ach krass, okay. Aber mich aufs nächste Mal. Es geht weiter und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Entspannt mal, schaut mal zum Runterkommen irgendwie vielleicht wieder ein sonniges Bild an oder irgendwie so ein Wo ist Waldo-Buch am Strand oder so, ein bisschen um gute Laune zu bekommen, ja. Bis wir euch nächste Woche wieder richtig runterziehen können. Das wird schön. Tschüss.